れだ。なになに。Kann man das Spiel deswegen anzeigen? Vielleicht? Müll kommt in den Müll. Warum kriege ich jetzt... Hä, wieso kriege ich jetzt ein Tutorial mit Ausrüstung anlegen? Haben wir doch. Gut, ich bin verwirrt. Kann ich hier überhaupt noch irgendwas machen? Heißt 20.000. Pia, danke schön für die 5 Erdbeeren. Onichans Gebühren. Hä? Wieso Gebühren? Nani? Nani? Das hat Okay schon beantwortet, danke. Schlagwortsuche haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ist hier vielleicht irgendwo was? Postings anschauen. Hm. Maskottchen. Mal über Manga reden. Wird bestimmt noch nicht seltsam. Alles klar. Hier steht einiges über diese Kappa-Statue. Damit du reich wirst. Ich will aber lange sparen. Los, alles klar. Ja, ja. Kriegst du einen Bann einfach vorher? Kann ja auch vorher bannen. Habe ich Mangel gehabt? Ja. Wait, what? Nix, nix. Kammerband für alle, die sich finden. Und für Little Gem. Du hast es auch verdient. Wo hast du eigentlich den Donation Sound? Den habe ich von jemandem im Keller aufgenommen, der gerade an der Kette gezogen hat. Ach, das ist der Sub-Sound. Ach so, du meinst den Donation-Sound. Woher habe ich den? Weiß ich gar nicht. Woher habe ich den Sound? Ich habe den irgendwo ein bisschen... Ich weiß es nicht. Wo habe ich den Donation...
Das ist schon lange her, der Sound. Ja, das ist schon voll lange her. Ich weiß gar nicht, woher ich den hab. Oder woher der kommt. Nee, weiß ich jetzt wirklich nicht. Kann ich dir gerade gar nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung. Der ist schon eine ganze Weile drin. Nicht Final Fantasy? Ich weiß es gerade wirklich nicht, Mosi, muss ich mal gucken. Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. So, zuerst einmal sollten wir den Plan noch einmal durchgehen. Kann ich donaten, sonst killst du mich ja. Ja, ich kille dich, mehrfach. Das nächste Ziel ist der letzte Gegner, der beim Genbukai gegen Oshikiri-kun verloren hat. Über sein Chatterkonto hat Kento das Gerücht verbreitet, dass der Gegner in einem Hotel in der Nähe übernachtet. Heute Abend wird Kento sich als Ziel ausgeben. Als Jogger getarnt, läuft er von einem besagten Hotel los. Ich locke den Racheboxer an einen abgelegenen Ort und halte ihn dort in Schach, bis du kommst, Yagami. Na. Kento-kun, willst du das wirklich durchziehen? Das wird gefährlich. Ja, ich muss es sogar. Ich will Wiedergutmachung leisten. Für den Sound. Danke, nochmal 5 Erdbeeren. Und ja, das muss irgendwas aus Final Fantasy sein. Das muss irgendwas aus Final Fantasy sein, ein kleiner Abschnitt. Also gut, ich bleibe die ganze Zeit hinter dir. Du sollst also nicht in Gefahr schweben. Pass trotzdem auf, ja? Hm. Waren die Soundgebühren? Nein! Oh nein. Oh je, ich hätte das mit diesen Gebühren niemals reinbringen dürfen. Ne? Danke, Yagami-san. Wir können aufbrechen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie soweit sind. Bin schon bereit, aber ist mit Daumen bereit? Der Gebühr? Nein. Jetzt fällt meine Schokolade runter. Hier. Hier, bitte. Wo ist die Schokolade jetzt? Kugeln, die mal runterrollen. Ja. Hm. Ehrliche Listgebühren? Nee. Sollen wir loslegen? Ja. Ah. Ja, kann losgehen. Also alles klar, Yagami-san. Bevor wir losziehen, möchte ich Sie bitten, Ihre Tarnung anzulegen. Sollte Oshikiri-kun wirklich der Racheboxer sein, erkennt er uns sofort. Ja, ich muss mich erstmal umziehen. Timmy. Ninja-Outfit, Barkeeper, Pilot, Vampir hatten wir schon. Wir sind ein Pilot, okay? Diesmal sind wir ein Pilot. So, jetzt erkennt mich keiner mehr. Okay, jetzt sind wir einsatzbereit. Voll unauffällig. Früher war es besser, wo ich kein Schild hatte. Na. Ihr kein Schild hattet wahrscheinlich. Kento-kun? Er ist schon in Stellung. Er meinte, es kann losgehen. So, ziehen wir es durch. Dankeschön. Da ist er. Gut, jetzt sollten wir warten, bis der Racheboxer aufkreuzt. Oh. Oh, ist der da? Der da? Auf diesen Typ da trifft die Beschreibung zu. Geht unser Plan auf? In der Nähe gibt es eine abgelegene Ecke. Kento sollte ihn dorthin locken. Endlich treffen wir den Racheboxer. Auf Legend Speed hin abgesehen. Ah, was? Hi? Ich bin wegen deiner einstigen Sünde hier. Meine Sünde? Bist nicht eher du der Sünder-Racheboxer?
Bist du Kenya? Natürlich. Nein, das gibt's doch nicht. Oshikiri. Kia! Aber wieso? Warum hast du das getan? Ja. Sag mir, Oshikiri, warum greifst du Leute an, die du schon beim Genbukai geschlagen hast? Das wisst ihr also schon, was? Dann kann ich es genauso gut auch verraten. Ist heute wieder so ein spezieller Montag, wo ihr mir Geld gegen das Gesicht werft? So, nimm! Dankeschön, Nino, für etwas Schokolade. Und kein Danke. Du jetzt auch noch, dass ich das nicht sagen darf. Ja, Nino. Was soll das? Was soll... Mann! Friss oder stirb? Ja, so gefühlt. Und ich darf nicht mal Danke sagen. Ja, Nino. Ist schwierig, das nicht zu sagen. Dann kann ich es genauso gut auch verraten. Wo soll ich anfangen? Ihr wisst doch von den Wetten beim Genbukai, oder? Ah. Ich weiß, Drecksack. Ja, wie ich gehört habe, warst du anfangs nicht gerade eine sichere, war das nicht gerade eine sichere Wette. Weiß ich, aber offenbar haben alle, die auf mich setzen, einen Haufen Kohle verdient. Nun, vielleicht wisst ihr es nicht, aber das war ein abgekatertes Spiel. Saka. Ein abgekatertes Spiel? Du meinst, die Kämpfe waren abgesprochen? So, ja. Ja, alle meine Gegner wurden von den Sponsoren fürs Verlieren bezahlt. Dann ist das hier deine Rache? An den Leuten, die nicht ernsthaft gegen dich kämpfen wollten? Von wegen, um Rache geht das überhaupt nicht. Es war ein Test, um zu prüfen, ob ich sie wirklich schlagen kann. Verstehe, darum geht es also. All das, auch die Sache mit den Racheboxer, dient nur dazu herauszufinden, ob du stark genug bist, um es mit deinem Vater aufzunehmen, richtig? Ihr wisst sogar über meinen Vater Bescheid, aber ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Es ist zwar lange her, aber ich habe nichts davon vergessen. Ich habe immer noch Albträume. Fast jede Nacht. Er prügelte mich immer wieder grün und blau, brachte mir bei, wie man Menschen tötet, wie man sie erledigt. Dabei wollte ich niemals jemandem wehtun. Es war höllisch, die absolute Hölle. Selbst nach der Flucht mit meiner Mutter hatte ich schreckliche Angst. Beim Gedanken, er könnte mich zurückholen, fange ich jedes Mal an zu zittern. Und deshalb muss ich stärker werden, damit ich meinen Vater besiegen kann, damit ich niemals in dieses Leben zurückkehren muss. Oshikiri, es tut mir leid, aber ihr werdet mich nicht aufhalten. Alle des Jahres, ja. Was tust du? Ich muss ganz sicher sein, ob ich stark genug bin. Ich werde ihn stellen, meinen letzten Scheingegner. Na? Um herauszufinden, wie stark du bist, gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Was? Etwa das Boxen. Meinen Sie das? Ich darf doch nicht. Ich habe Todorokis Erlaubnis. Ich bin dein Sparring-Partner. Der Trainer lässt mich? Ja. Todoroki hat mich hart trainiert und sogar ein Spezialprogramm zusammengestellt, damit ich eine Chance gegen dich habe. Kämpfe also lieber gegen mich, bis du dann noch nicht zufrieden, kannst du es immer noch mit einem Weltmeister aufnehmen. Okay, ich warte beim Studio auf sie. Oh Gott, das wird der schlimmste Kampf ever. Glauben Sie, Sie können ihn schlagen? Ja, aber im Ring wartet noch eine wichtige Aufgabe. Die da wäre? Nur die Freude am Boxen kann Kenya retten. Sich ihm zeigen. Oh nein, jetzt kommt der Monkey-Style-Typ. Der kämpft doch halt so, ne? Der hat mich so platt gemacht. Kraft kommt aus den Beinen. Bei mir aus dem Daumen. Yagami-san. Ich mach gar nichts. Geh jetzt. Er sah aus den... Ach, ich lass... Was? 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 Was ist bei Erza? Ich sag jetzt nix. Specht? Ja, ein Tittenspecht, ja. Oh Mann, ey. Wo ihre Kraft herkommt. Mhm. Alles eine Frage der Erdanziehungskraft.
Das werde ich lieben lernen. Danke, die Gang kriegt er. Das wiederholt. Oh nein, was? Was? Nein, nicht wiederholen, das ist nicht gut. Ich glaub, der Stream ist nicht geeignet für kleine Kinder. Nino, tu das nicht. Das ist nicht gut. Ich bin gar kein gutes Vorbild. Yogami. Tanya ist bereit. Alter, ich habe Angst vor dem. Ich mach Kopfhörer rein. Ist vielleicht besser. Mein Stream ist nicht umsonst ab 18. soll lieb und artig bleiben. Ach, schon wieder so ein famous Spot. The fuck, ey. Wo kommen die denn jetzt her? Ich bin schon famous im Herzen. Summer! Hey, ist zwischen euch irgendwas vorgefallen? Kann man so sagen. Okay. Na, gebt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ich bin soweit. Steht nirgends mehr, dass es ab 18 ist. Ah doch, wenn man neu reinkommt, muss man bestätigen, dass man... Also, das wird eigentlich angezeigt, dass es ab 18 ist, aber... Für euch nicht mehr, weil ihr hattet diese Nachricht schon. Aber ich habe den Haken drin, dass das Stream ab 18 ist. Ich brauche Kohle, ne? Ich habe hier zwei Attacken, die ich lernen könnte. Ah, verdammt. Eigentlich bräuchte ich ein bisschen Kohle dafür. Ich weiß nicht, ob du mit den 1% noch weit kommst, Mosi. Ja, Selina, genau. War noch die falsche Plattform, aber... Okay, irgendjemand hat auf mich geschossen. Und der macht Feuer, Alter. Was ist denn mit denen hier los? Die haben ja alle Waffen. Das ist schlecht zwischen den Brüsten, Nino. Das kam von Khan. Aus dem Horde-Stream. Die haben wieder ganz eigenartige Sachen gemacht. Das hast du gerade gefragt. Oh nein. Ja, oh nein. Oh je. Das ist schwierig. Oh Gott. Ich stell mir das gerade so richtig vor. Papa, das ist ein Tippenspiel. Oh Gott. Ich fege. Ja. しばらく寝とけっての。
jetzt irgendwas erfinden. Ich glaube, die Kohle werde ich jetzt gerade nicht so schnell zusammenkriegen. Ne? Oder? Warte mal. Pralinen. Geh mal kurz hier runter. Glücksspiel, dann verliere ich alles. Ich bin schlecht in sowas. Großes Nürnberger Wurstgemächt. Oh. Ah, mein Ohr tut wieder weh. Dieses scheiß Kopfhörer. Lass es. Oh, Yagami, geh doch mal in die Gasse hier. Ist, glaube ich, zu eng für ihn. いらっしゃいませ。 Gut, Meisterbauplanrahmen. Komm, guck mal, das brauche ich bestimmt nicht. Ich kaufe das jetzt einfach. Scheiß drauf. Oder zweimal. Die Sachen verkaufe ich besser nicht. Arigatou gozaimashita. Das ist ein weiblicher Specht, der bringt immer die Kinder. Ich glaube, sie hat es geglaubt. Gut. Gut. Sehr gut, Giovannino. Du bist das Schrei in der Schule. Ja. Hast du Angst vor mir? Schau mal, was andere Kinder sagen. Okay. Ich bin nicht daran schuld. Ich habe das nicht erfunden. Ich habe es auch nicht erwähnt. Ich habe es nur vorgelesen. Jetzt speichern. Mit 60 Stunden. Alles gut, es gibt Schlimmeres. Ja, das stimmt. Das klingt ja auch lustig eigentlich. So, wir haben alles gelernt hier, ne?
Oh, er wird mich so platt machen. Mach das, Mosi. Komm gut nach Hause. Amasawa, Kento-kun, danke für euer Besuch. Hi. Aber sicher doch, das ist ein wichtiger Kampf. Yagami-san. Wir mal sehen, wie du verkackst. Yagami-san, wen soll ich jetzt eigentlich anfeuern? Das solltest du Oshikiri anfeuern. Alles klar, mach ich. Oshikiri. Gib alles, sag mir, zeig mir alles, was du drauf hast. Oh, na, ich gehe. Mach sie blatt. Oh, wie viele da zuschauen. Holy shit. Super Saiyajin! Er muss seinen Super Saiyajin-Modus bekommen, weil der geht gerade schnell down, ne? Das wird noch richtig hart. Der ist wahrscheinlich überrascht, dass wir gerade ein bisschen was drauf haben. Oh, der blockt gerade alles ab, ne? Na. Was ist? Hast du nicht drauf? Loser! Loser! Was ist los, Oshikiri? Du bewegst dich so anders. Bist du heute neben der Spur? Oi. Ich mach dich fertig. Oshikiri. Oh, jetzt kommt die zweite. Große! Hackfleisch aus dir. Scheiße, das ist übel. Schiedsrichterabbruch. Der Kampf ist vorbei. Mach schon! Oh je. Jetzt geht's los. Majide? Nein! Stopp ihn, komm wieder zu mir! Ich übernehme das. Na. Wenn wir den Kampf jetzt abbrechen, war es umsonst, richtig? Du willst auch Oshikiri die Freude am Boxen vermitteln, aber er ist gerade nicht bei Verstand. Das heißt, wir sind hier noch lange nicht fertig. Der echte Oshikiri ist der Gefangene seiner eigenen Wut und ich werde ihn jetzt davon befreien. Große. Versuch's ruhig, Oshikiri. Alter. Oh, jetzt kommt sein zweiter Modus. Super Saiyan 2. Die Adern rauskommen. Uff. Was war das? Godzilla?